interessant. Wenn du möchtest. Wenn du möchtest. Jetzt noch besser, gell? Ja. Ja, mir liegt es schon auf dem Herzen, also dass es noch viel mehr Menschen vor allem erreicht, dass sich vielleicht auch noch mehr für diese Ausbildung interessieren oder dazu entschließen, das zu machen, einfach damit es die Kinder und die Jugendlichen erreicht, aber auch die Erwachsenen, dass es einfach eine andere Form gibt, wie man sein Leben gestalten kann. Mein Name ist Silvia Heimburger, ich komme hier aus der Nähe von Stuttgart, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, wohne auf dem Land. Ja, und meine Kinder, die sind schon 19 und 17. Zum IPE bin ich gekommen durch meine jüngere Tochter, die dort selber ein Coaching in Anspruch genommen hat. Und dann habe ich mich für die Ausbildung angemeldet. Also ich bin hierher gekommen, ich kann nicht sagen ohne Erwartungen, ich habe schon Erwartungen gehabt und ich habe erlebt, wie man mit verschiedenen Methoden, also das habe ich bei mir selber erlebt und auch bei anderen hier aus der Gruppe, Glaubenssätze, Blockaden ziemlich schnell, einfach und effektiv lösen kann, sodass einfach das Potenzial sichtbar wird und dass man auch das Potenzial leben kann. Also die Atmosphäre ist sehr liebevoll, man freut sich eigentlich, oder ich habe mich immer auf den nächsten Tag gefreut, auch wenn ich abends mal so richtig platt war, dann war das eine angenehme Müdigkeit und ich wollte einfach am nächsten Tag wieder hierher und wieder Neues lernen und es war eine sehr offene Atmosphäre, vertrauensvoll, ja, und Daniel hat es recht gut gemacht, dass man sich da wirklich gut öffnen konnte. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich habe sowas noch nie erlebt, wie es der Daniel macht. Er macht es total lebendig. Für mich ist das eine ganz andere Form von Lernen oder Wissensvermittlung. Ich habe wirklich am Abend so das Gefühl, hatte am Abend das Gefühl, das fällt einfach an seinen richtigen Platz. Ich muss jetzt nicht irgendwie nachlesen im Ordner im Buch, damit ich ja diese Fragen am Ende beantworten kann. Ich wusste es einfach, dass das so geschieht und so vermittelt es der Daniel mit seinen Bildern, mit seiner lebendigen Art, mit seinem Humor. Das nimmt einen einfach mit.